Nee. Wie kann er, warum ist denn die Polizei nicht im Dienst? Excuse me, wo sind die? Oder wieder vergessen reinzuschreiben, wir sind da. Das ist jetzt blöd. Ja, hallo, hier ist die Lippert. Ihr seid ja eigentlich nur so für Gewerbe und so da, ne? Größtenteils, ja, das ist richtig. Ach so, ich hab da eine Frage. Gibt's auch außergewerblich sowas, was man machen kann? Was heißt machen kann? Also ich bin kein Dienstleistungsunternehmen, du. Naja, aber ich stelle mir das ja halt so vor wie so ein Großkonzern. Weißt du, wie ich mein? Import-Export, Großhandel, kann man sagen, ne? Ja, siehst du, bist ja so, ja, so quasi so ein Lieferjunge. Nur, dass ich quasi nicht auf irgendeinen Knopf drücke und sag ab in den Warenkorb, sondern bei dir. Ja, schickst eine E-Mail, ist ähnlich. Also, ich muss dir eine E-Mail schreiben. Na, wenn du Unternehmen hast, dann schickst du mir die E-Mail und dann kriegst du eine Bestellung geliefert. Ja, und was ist, wenn man eine Lippert ist und kein Unternehmen hat? Dann gehst du zur Stadtverwaltung, beantragst ein Unternehmen oder wie? Achso, ich muss erst irgendein Unternehmen beantragen, dass ich bei dir was ordern kann. Na, was willst du denn ordern? Ich Schau dir will mal das nur an ein von den Zelt. Dingern. Ich schlafe seit Tagen auf der Yogamatte im Stadtpark. Ein Zelt brauchst du. Ich brauche nur ein Zelt, das ich aufklappen kann und das ich wieder zuklappen kann. Also ich hätte Pavillons hätte ich, aber die sind auf einer Seite offen, da kannst du nicht zumachen. Ja, aber ein Pavillon wäre ja auch eine Möglichkeit. Weil wenn ich das Ja, ich Auto sag dann deshalb, davor stelle, dann geht's ja wieder mit dem Zug. ich meine auch wegen der Privatsphäre oder so, weißt du? Da ist halt offen. Ich brauche nur was, wenn es regnet. Ich schlafe seit Tagen im Stadtpark. Dann komm einfach bei mir mal unten vorbei. Ja? Dann machen wir es so. Also verkaufen kann ich dir das Ding nicht, aber ich kann dir das ausleihen. Ach so lange ausleihen, bis sich die Maklerin bei mir gemeldet hat. Zum Beispiel. Ja gut, weil da warte ich noch auf eine Antwort. Das Hast du klingt ja E-Mail geschrieben? klasse. Dann komme ich zu dir. Ja, Hast natürlich, du Makler eine haben. E-Mail geschrieben? Okay. Ja, da die E-Mail direkt bei der im Postfach. Okay, gut, alles klar, ich, ja gut. Jo, da kommt, weißt du, wo die Firma ist? Unten im Mei. Hafen. Aber da gibt es ja eine App, diesen Pfeil, das nutze ich dann einfach. Ja, ansonsten 946 unten. Da reinkommen, Tür ist offen am Büro. Ja, gut, ich komme vorbei. Lass dich schon, dann bis gleich, grüß. Ja, bin gleich da. Shadow können wir zusammen machen. Nein, tut's nicht. Okay. Ach, hier. Ah, grüß dich. Na? Ah, du hast, wir hatten telefoniert gerade. Ja, natürlich. Ah, gut, ja gut, hier kommen viele Leute vorbei. Echt, was wollen denn die alle? Alles Mögliche. Die Ach so, was meisten waren das schicken Schüler. Skurrilste, was sie wollten? Als Skurrilste. Ja, was wollten sie denn haben? Boah, da bin ich. Oh Gott, das war das Skurrilste. Weißt du, hier kommen jeden Tag Leute rein, kommen irgendwelche Sachen. Ich glaube, boah. Nee. Nee, ich merke mir das nicht. Ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Die meisten schicke ich einfach wieder weg. Da war ja meine Idee mit dem Zelt nicht gerade die wildeste. Nee, das ist auf jeden Fall nette. Das war ja dann Roman. Naja, das ist richtig. Das ist ja klasse. Ja, wie gesagt, ein Großteil ist halt Ding hier, ne? Wie gesagt, alles Unternehmen und so Zeug. Deswegen ist weniger, wie soll ich sagen.
weniger Privatleute, wo Sachen bestellen. Weil das meiste Privatzeug kriegst du oben bei mir im Outlet. Ach so, was gibt's denn da alles? Ja, alles, was du für privat kaufen kannst, halt, ne? Ausgenommen Ja, Waffen. was heißt da? Naja, oben kriegst du, ist halt so ein Outlet-Store, da kriegst du die Sachen, die du als Privatperson kaufen kannst. Und hier habe ich noch ein paar Sachen, wo ich dann einzeln an Leute verkaufe. Wo hier, sag mir. Naja, zum Beispiel hier Taschenlampen, Fallschirm, solche Sachen, Pistolen. Taschenlampe kann man bei dir auch kaufen. Naja, klar. Oh, das ist gut. Ich war letztens auf Safari-Tour hier mit Polizisten. Auf Safari-Tour mit Polizisten. Ja, eigentlich Hast wollten du Polizisten wir. erschossen? Nein, eigentlich wollten wir ein Selfie machen mit dem Hai, aber ich war dann nicht so wie geplant. Dann sind wir in die Wildnis gegangen. Dann haben wir Pumas fotografiert und so. Oh, Mensch. Hast du gut getroffen, ein Foto? Ja, war klasse. Und ein Reh und ein Hase und ein Wolf. Ja, war alles dabei. Das ist aber eher komisch, der Safari. Naja, ich hab nur keine Giraffe gesehen. Ja, oder Löwen oder so. Ja, Bigfoot suche ich dann auch noch demnächst. Oh, den habe ich schon mal getroffen. Das ist ein ganz netter Kerl. Na, ich habe noch nicht getroffen. Ich hatte gerade ein Foto mit dem. Foto. Ah, nee, Selfies mag der nicht so. Na, Aber auf dem das ist Bierchen ist er immer gern scheiße. zu haben. Ah, muss ich mal merken, vielleicht eine Schneckenfalle aufbauen, vielleicht kommen die dann auch. Ein was? Eine Schneckenfalle. Was ist denn eine Schneckenfalle? Eine Bierfalle, wenn dann? Ja, das ist Oder ja ist es ein mit, das Säufers? ist ja mit Bier, du Ach schüttest ins so. Gefäß, was da ist, so ein Turm, das Bier rein, kommt die Schnecke und dann ertrinkt sie im Bier. Gut, aber wenn du mit dem Foto machen willst, dann ist es ja gut, wenn er nicht ertrinken würde, oder nicht? Na, die Falle ist doch so klein, da passt ein großer See rein. Dann hältst du ihn aber auch nicht auf. Ja, da soll doch nur trinken, glücklich sein und ich kann mich hinstellen und abknipsen. Achso, du kannst ja einfach fragen. Aber wenn du sagst, er mag keine Selfies. Nee, aber Bier. Dann Na bringst du einfach einen ganzen gut, Kasten mit. da muss ich ihn bestechen mit Bier. Ja, bringst du einfach einen ganzen Kasten mit. Oh, das wäre klasse. Ja. Wegen dem Zelt, ich würde das so machen. Hast du mir entweder mal einen Ausweis, dann schreibe ich mir den Namen auf. Na klar, habe ich einen Ausweis. Magst du mir den mal eben zeigen? Muss suchen, die haben mir so viele in die Taschen gestopft, alle. Super, und ich schreibe mir das mal eben auf. Schreibe ich das Datum dazu, Ja. dass ich das nicht vergesse, weißt du? Hat nämlich keine Lust mehr, am Park auf seinen Yogamatten zu schlafen. Das letzte Mal hat es geregnet. Und dann kriegst du hier das Zelt. Oh, danke schön. Und einfach den Umständen entsprechend sage ich, da will ich jetzt auch kein Geld für haben. Wer Probleme hat, hier sich irgendwie eine Bude oder sonst irgendwas oder die Stadtbank benennen muss und so ein Zeug, da will ich nicht auch noch Geld abknüpfen, Ich hab's zwar heute gehört von einem von den Pedilas, dass hier überall am Stadtpark die Polizei wohnt und das sicher ist, aber ich hab keine Lust mehr. Ich bin heute Morgen aufgewacht, dann schreit mich da so eine Dame an, kein Wort verstanden, was sie wollte, war komplett irritiert, du. du. Und das Hat sie vor nach dem einer kleinen ersten Spende Kaffee. gefragt? Hat sie nach einer Spende gefragt? Nee, die sah so aus, als ob sie mir gleich eine Spende geben möchte. Oh. Die waren nicht Aber ganz ehrlich, erfreut. aber ich würde an deiner Stelle auch nicht am Stadtpark wohnen wollen, ne? Wenn da die ganzen Polizisten wohnen. Ich habe da nur gepennt im Stadtpark auf die Yogamatten. Und jetzt suche ich mir einen Ort, wo ich das Zelt aufstelle, mein Auto hinstelle, ein Licht und dann bin ich glücklich. Na gut. Und mein Vielleicht Campingstuhl. das Zelt einfach nur nicht irgendwo mit auf die Straße stellen oder so. Nee, bin ja nicht blöd. Okay, blöd bin ich schon, aber nicht so blöd. Oder das du ihr sagt, da will ich nichts zu sagen. Ja, apropos, am Stadtpark steht seit einer Woche ein herrenloser Stuhl. Ich trau mich gar nicht, den anzufassen. Ist nicht meiner. Also ein Klappstuhl, den habe ich auch. Aber ist nicht deiner, sagst du. Nee, das ist nicht meiner. Na gut, was stört er denn?
Also mich persönlich nicht, aber jeden Tag laufe ich vorbei und denke mir, Mann, der arme Stuhl hat keinen Arsch, der drauf sitzt. Da hock dich doch einfach mal drauf ab und zu. Ja, aber oder das wenn's ist so ja alleine nicht ist. meiner. Das ist ja nicht schlimm. Hältst du denn nur warm, dass er einfach mal ab und zu gebraucht wird, weißt du? Na, das ist aber wie in den Zauberfilmen, wo sich der Zauberstab den Meister aussucht. Der Stuhl hat mich nicht ausgesucht. Meinst du, der Stuhl hat einen Meister, oder? Na, bestimmt. Sonst würde er da nicht seit Wochen so standhaft dastehen und warten. Das ist ein Klappstuhl, wo ist er da hin? Was meinst du? Ja, wo soll er denn hin? Das ist ein Klappstuhl. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre ich da zusammen. Da jemand? Oder wenn der Meister kommt, fängt er an loszulaufen oder was? Ich weiß es nicht, was der kann. Gibt's ja auch anscheinend fliegende Teppiche. Geht natürlich zum ersten Mal. Ja, hab ich gesehen. Im Fernseher. Fliegt einer auf dem fliegenden Teppich durch die Gegend. Achso, ja gut, aber das ist hier Zeichentrick, animiert und so ein Zeug. Oh, warte mal eine Sekunde. Ah. Ich ruf dich gleich zurück, ja? Bist du an der Firma oben? Okay, machst du dich auf den Weg hin, dann fahr ich demnächst hoch. Super, alles klar, Grüße. Ja, animierte Filme. Kann sein. War aber ziemlich real. Ja, aber das ist ja nicht echt. Mensch, also wenn ihr irgendwann mal einen Stuhl anfängt, sich selbstständig zu machen und loszulaufen, ich glaube, da mache ich hier die Firma zu und gehe nach Hause. Ja, dann nehme ich es auf Video auf und dann schicke ich es dir, wenn sowas passiert. Das kannst du machen. Dann kannst du aber darauf wetten, dass ich die Firma nicht mehr aufmache. Dann komme ich zu Hause nicht mehr raus. Er muss mit dem Stuhl reden, dass er sich bewegt. Willst du, dass ich die Firma zumache, oder? Nee, aber dann glaubt mir jemand. Ja, und die Taschenlampe können nur PDler bei dir kaufen. Nee, die kann jeder bei mir kaufen. Ach so. Nur hab ich den im Outlet, weil wenn ich Taschenlampe ins Outlet mache, dann sind die nach 2 Minuten ausverkauft. Das ist natürlich ein Argument. Also wenn dann ich kommt, die dann, kommt nämlich, dann kommt nämlich der Erste vorbei und sieht, oh, hier gibt's Taschenlampen und kauft das ganze Regal leer. Nee, also dann denkt, morgen gibt's nichts mehr. Ja. Also wenn du noch eine hättest zum Verkauf, würde ich schon nehmen. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich hier noch direkt eine habe. Ansonsten muss ich, ja, habe ich sogar, Mensch. Ist ja perfekt. Ich habe noch welche hier, ja. Ja, eine würde ich nehmen. Ich bin genügsam, danke. Stellst du mal eine Rechnung aus? Soll ich eine Rechnung stellen? Ja, ist besser für das Finanzamt, weißt du. Wegen privat? Na, so egal. Rechnung ist immer besser. Übersichtlicher. Ach, ja. Bitteschön, das sind 100 Dollar. Ich soll so irgendwas für dich tun sonst. Weil dann würde ich demnächst das Ding fertig machen. Nee, ich halte dich nicht mehr auf. Ich habe jetzt alles, was ich brauche zum Schlafen und Überleben. Gut, perfekt. Das ist super. Dann melde dich einfach bei mir, wenn du sagst, hier, ich habe jetzt eine Wohnung, ich brauche das Zelt nicht mehr. Und dann bringst du mir das wieder. Natürlich bringe ich das wieder. Galen ist ja nicht geschenkt oder gekauft. Naja, ist Jelin, ist weder noch. Ja, sag ich schon. Waren meine Worte. Na gut dann. Gut. Wünsche ich dir noch viel Erfolg auf Arbeit. Das ist schon. Und ein nettes Nuggetei-Foto hast du da hängen. Ach so, ja. Na, wenn man so lange da unten am Wasser ist, na, dann hat man mal, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Jeder hat so seine Bedürfnisse. Das hat irgendein Mitarbeiter da hängen. Das ist nicht von mir. Guck mal, da vorne am Spind, in dem Regal da vorne hängt auch noch eins. Waren irgendwelche alte Mitarbeiter. Das ist aber super starker Kleber, du. Wahnsinn. Na gut. Ich wünsche was und danke. Ja, nicht dafür. Ja. Macht gut. Dankeschön. Grüße. Das ist cool. Jetzt weiß ich wenigstens, das ist mit der Taschenlampe.
Der ist, glaube ich, näher. Die weiteste Garage ist die da hinten. Ey, mir wird doch hier bestimmt einer von den Dullis da reinfahren. Da wird einer reinfahren. Hä? Drücke E, um den Dienst zu beginnen, zu verlassen? Was? Was für ein Dienst? Hä? Was war denn das gerade? Was für ein Dienst? Was war denn das für ein Dienst? Ja, ich park weiter vorne, warte. Sind wir zufrieden? So. Was für ein Dienst war denn das? Wo kann man. Gibt's halt einen Job wohl? Ach, hier. Ich kann den Dienst am Park machen? Was soll ich denn hier warten? Kindergärtner? Ich darf halt nichts stören hier mit dem Pavillon zum Aufstellen. Hier wäre sogar ein Klo, glaube ich, ja. Kann man da rein? Schade, nee, geht nicht. Das ist ein Fußballplatz. Hier kann ich den auch nicht einfach aufstellen. Hier unten ist, glaube ich, auch so semi-geil. Hier könnte ich ihn aufstellen. Oder hier. Wobei hier sind Bänke. Ich bin am Überlegen. Wo stelle ich den auf? Bisschen im Grünen, Hier so, ja, im Grünen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wieso drückt ihr mal das? Wo sind der Pavillon? Benutzen. Wieso drücke ich dann immer mein Handy? So nett. So an sich habe ich ja jetzt nichts mehr zum Benutzen. Ich habe einen Basketball. So, warte. Schön. Es ist gut.
Wieso macht ihr... Ach, ich muss es umdrehen. Hä? Ach so, Foto normal. So. Oh. Ist doch witzig, oder? Ist witzig, komm. Es ist schon mega funny. So. Meint ihr, man kann das Auto hier reinfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber da gab es irgendwas, was du machen konntest. Da oben mit E. Kannst du hier irgendwas? Kannst du dich hier langhangeln wie so ein Kind? Nee. Es wäre halt zu witzig gewesen. Aber hier gab es einen Job. Ich würde gern wissen, welcher das ist. Wo du hier machen kannst. Hier war ich irgendwo, oder? Ich hatte es gerade nochmal. Hier war irgendwas mit Job. Oder war das einfach so ein Dude, der vorbeigegangen ist, der einen Job hätte für mich? Weiß man da was? Ich schraube jetzt erstmal kurz eine. In echt. Habe ich ein Skateboard? Habe ich mir ein Skateboard gekauft? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Da ist ein Park. Was willst du da mit dem Auto? Hinstellen. Vielleicht auch nur ein Fehler. Ja, kann auch sein. Ich habe ja gar kein Skateboard. Schade. Muss noch ein Skateboard besorgen. Ein Lagerfeuer wäre jetzt noch cool. Das ist mein Zuhause. Oh, warte mal. Ist jetzt das PD da? Komm. Du wirst nur jetzt vor dem Dienst sein. Ja, natürlich. Nö. Hat sich erledigt. Sind nicht im Dienst. Also sind im Dienst, aber geh nicht ans Telefon. Ist auch interessant. Sehr interessant. Ist einmal geschrieben, oder? Warte, wie. Foto.
rausschicken. Ist witzig, oder? Den müsste ich eigentlich auch mal wieder anrufen. Stimmt. Warte. Wahrscheinlich. Hallo? Ja? Wie geht's? Wie steht's? Alles bestens und bei dir? Na, alles okay. Hab jetzt eine Wohnung. Du hast jetzt eine Wohnung. Ja, es ist ein Zelt mit einem Stuhl und einer Neonröhre. Das findest du witzig? Naja, zur Not, ne? Nee, finde ich erstaunlich. Naja, erstaunlich. Du bist wahrscheinlich auf Arbeit, ne? Ja, Meier wollte irgendwas mit mir machen. Ich weiß aber nicht was. Oh, klingt interessant. Ja, mal sehen. Wieso mal sehen? Ja, was der so möchte, wenn ich. Und wo wohnst du jetzt? Na, in dieser Glory Way, da beim Spielplatz. Spielplatz? Ja, in der Glory Way. Da ist ein Spielplatz. Am Stadtpark. Nee, nicht im Stadtpark. Wo denn? Na, bei der 509. Stand an der Glory Way Straße, da so ein Spielplatz. Okay. Da habe ich Zelt das einfach aufgestellt. Mann. Und ich habe jetzt auch eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe, oha. Ja. Das Zelt ist nur geliehen. Ja, es ist geliehen. Okay. Ich hab's mir bei dem Fix da geliehen, das Zelt. Mhm. Da verkauft ihn nicht, aber er hat gesagt, er kann's mir leihen, bis ich eine Wohnung hab. Ah, okay. Aber weißt du, was da jetzt eigentlich mit dem Makler ist oder mit einer Maklerin? Ja, also, ich hab eine SMS bekommen von Ethan, dass er der Maklerin geschrieben hat. Und ja, also jetzt, keine Ahnung, der ist ja noch da, mehr weiß ich auch nicht. Ja, okay. Warum? Nee, weil ich will mal jetzt auch langsam jetzt wieder hier ein Haus kaufen, ne? Ach, du willst denn noch ein Haus kaufen, du Ritsch? Ja, ist doch klar. Weißt was, du kannst mit deinen Kollegen hier vorbeikommen, dann können wir weiter quatschen. Ja, ich muss noch irgendwas mit Maya machen. Maya möchte irgendwas von mir. Danach können wir gerne was machen. Wann will denn der was von dir? Ja, weiß nicht. Muss mal gucken. Muss ihm halt mal nachtreten. Ja, mal sehen, ne? Ja, und dann sagst du mir Bescheid. Ja, easy. Wie lange bist du noch da? Du, ich warte jetzt noch die ganze Zeit warten, bis du dich meldest. Das sag ich schon gleich. Nee, ich guck mal, ja? Und wenn das leider, und wenn das nicht klappt, dann schreibe ich dir spätestens in einer halben Stunde, okay? Ja. Okay, easy. Ja. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt ruft er mich an. War ja doch schneller. Okay. Ja. Ja. Maya und ich können dich abholen, wenn du willst. Und was machen wir dann? Weiß nicht, Maya, was machen wir? M ist erstmal geheim. Wenn sie möchte, kann sie jetzt mitgehen. Na, ich muss wissen, wie lange das ungefähr dauert, was ihr da vorhabt. Wie bitte? Ich muss ja wissen, wie das dauert so. Wie lange dauert das so? Naja, wie lange dauert das so? Überraschung, ja.
Nicht lange, meint er. Ach so, ja gut, also ich stehe da bei meinem Zelt. Okay, schick mir den Standort, ja? Ja, mach ich. Okay, bis dann. Ja, bis dann. Bin ja mal gespannt, was das wird. Die kommen in Zivil. Also die sind gar nicht im Dienst dann, oder was?